Als Studierende habe ich ja neben den Rechten noch einige Pflichten, die ich erfüllen muss. Was sind denn die Rechte, die ich habe, wenn ich eine Prüfung ablegen möchte? Also als Studierender, wenn ich eine Prüfung ablegen möchte, dann habe ich die Pflicht, die Fristen für die Prüfungsanmeldung zu beachten. Auch muss ich curriculare Voraussetzungen beachten, zum Beispiel eine allfällige STEOP, die zu erfüllen ist. Und ich muss mich über U-Space anmelden. Was bedeutet das jetzt konkret? Also fristgerecht bedeutet, dass ich mich innerhalb bestimmter Anmeldefristen zur Prüfung anmelden muss. Diese Anmeldefristen finde ich in U-Find bei den Prüfungen. Und bei einigen Prüfungen kann es sein, dass ich Vorbedingungen erfüllen muss, wie eben erwähnt, eine Erfüllung einer STEOP oder die Erfüllung von curricularen Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen muss ich erfüllen. Dann habe ich auch das Recht, an der Prüfung teilzunehmen. Wenn ich mich nun fristgerecht angemeldet habe, die Bedingungen auch erfülle, aber mich dann entscheide, doch nicht an der Prüfung teilzunehmen, was muss ich da beachten? Also wie bei den Anmeldefristen gibt es auch gewisse Abmeldefristen. Und wenn ich an der Prüfung nicht mehr teilnehmen möchte, dann muss ich das auch innerhalb einer gewissen Abmeldefrist tun. Auch das erfolgt über U-Space und erfolgt dann auch automatisiert. Was passiert, wenn ich jetzt aber die Abmeldefrist schon verpasst habe und ich mich aber krank fühle und nicht imstande, die Prüfung zu schreiben? Was muss ich da beachten? Also wenn ich in unvorhergesehener Weise nicht an einer Prüfung teilnehmen kann, dann melde ich das einerseits sofort an die Prüferinnen. Die können dann möglicherweise ein Attest von mir verlangen. Und wenn ich so ein solches nachreiche, können mich die Prüferinnen auch von der Prüfung abmelden. Wenn ich ein solches Attest nicht nachreichen kann, dann bin ich möglicherweise für den nächsten Prüfungsantritt gesperrt. Was muss ich jetzt beim Ablegen von Prüfungen noch beachten? Also wenn ich mich fristgerecht angemeldet habe zur Prüfung und die curricularen Voraussetzungen erfülle, dann muss ich mir mal Informationen über die Prüfungsmodalitäten einholen. Die finde ich in U-Find oder in Moodle. Dort gibt es dann auch Informationen zur Art der Leistungskontrolle. Also was muss ich denn erfüllen, um an der Prüfung teilzunehmen? Welche Hilfsmittel sind beispielsweise erlaubt, welche sind nicht erlaubt? Und im Zeitraum der digitalen Prüfungen besteht möglicherweise eben auch die Mitwirkungspflicht an einem Plausibilitätscheck. Was bedeutet dieser Plausibilitätscheck? Der Plausibilitätscheck umfasst das mündliche Nachfragen zur Prüfung. Und zwar damit kann überprüft werden, ob die Prüfung auch eigenständig erbracht worden ist. Kann ich mich auch weigern, an einem solchen teilzunehmen? Nein, an einem solchen Plausibilitätscheck kann ich mich nicht weigern, teilzunehmen. Ich bin verpflichtet, daran teilzunehmen, da eben eine Mitwirkungspflicht besteht. Welche Rechte habe ich nun als Studierende, wenn eben ich die Prüfung schon abgelegt habe? Wenn die Prüfung abgeschlossen worden ist, dann habe ich das Recht, in meine Prüfung, also einerseits einmal die Beurteilung innerhalb von 4 Wochen zu erhalten und dann auch Einsicht zu nehmen in die Prüfung. Ich habe auch das Recht, Fotokopien von meiner Prüfung anzufertigen. Allerdings sind davon Multiple-Choice-Prüfungen ausgenommen. Wie lange habe ich jetzt Zeit, in meine Prüfung Einsicht zu nehmen? Die Prüfungsunterlagen sind 6 Monate aufzubewahren und innerhalb von diesem Zeitraum habe ich auch das Recht, einen Antrag auf Prüfungseinsicht zu stellen und die muss mir dann auch gewährt werden. Manche Prüferinnen geben aus organisatorischen Gründen auch gewisse Zeiträume vor, in denen Einsicht in die Prüfung
genommen werden kann. Kann ich gegen mein Prüfungsergebnis eigentlich auch Einspruch erheben? Also gegen das Ergebnis, die Note, kann kein Einspruch erhoben werden. Wohl aber kann, wenn ein schwerer Mangel in der Durchführung der Prüfung vorliegt, ein Antrag auf Aufhebung der Prüfung gestellt werden. Wie lange habe ich denn Zeit, einen solchen Antrag zu stellen? Also ein solcher Antrag muss innerhalb von 14 Tagen ab Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses gestellt werden. Sie tun das am besten schriftlich per E-Mail über Ihren U-Account an das Büro Studienpräses. Vielen Dank. Jetzt kenne ich mich besser über die Rechte und Pflichten als Studierende aus. Danke. Gerne.